Willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir wollen euch heute die mobile Anbindung, die es kostenfrei gibt, Kabel Deutschland vorstellen. Und das ist so ein kleiner Programmmanager, denn im Fernsehen läuft natürlich jede Menge, aber was ist davon eigentlich das Beste? Spreu vom Weizen trennen ist da, denke ich, gar nicht so einfach. Diese Anbindung soll es aber etwas vereinfachen und es gibt da hier zum Beispiel mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu tun. Man kann jetzt hier erstmal auf TV-Programm klicken und hier findet man jetzt zum Beispiel, was gerade auf RTL läuft. Man kann auch weiterklicken hier auf Sat.1 und bekommt dann hier immer die einzelnen Sachen angezeigt. Zusätzlich kann man hier oben noch ein paar Sender filtern und auch noch das Datum. Eine Ansicht kann man auch noch ändern, da kommen wir gleich noch drauf zu. Dann gibt es hier die Highlights, also von Kabel Deutschland rausgesucht, was die am besten finden. Da kann man dann draufklicken, zum Beispiel läuft hier Rocky. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man sich jetzt sagt, ja, das interessiert mich, gibt es hier die Möglichkeit, das zu merken. Dazu muss man sich einfach einloggen mit den eigenen Daten. Man muss da gar nicht weitergeleitet werden. Das wäre jetzt nur gerade eben hier der Fall. Und ja, gehen wir nochmal kurz darauf zurück, da wir die Anwendung gerade verlassen haben. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze aufzunehmen. Das funktioniert dann auch mit dem Account und aufnehmen ist ganz klar. Da kann man sich das natürlich dann speichern und später anschauen. Es gibt hier dann auch noch einen kleinen Text, ein paar Informationen dazu. Und so geht das dann hier eigentlich immer weiter. Es gibt hier in der Mitte noch die Aufnahmen. Dazu loggt man sich einfach ein und kann auf die einzelnen Aufnahmen zurückgreifen, was ziemlich praktisch ist, da man ja häufig nicht zu Hause ist, wenn die eigene Lieblingssendung läuft. Und hier kann man dann ganz einfach diese Aufnahme mit starten und später anschauen, wann auch immer man Zeit hat. Gehen wir nochmal zurück auf die Startseite. Das war jetzt eigentlich so der TV-Programmmanager, also man kann nachschauen, was läuft im Fernsehen, man kann sich die Sachen ein bisschen reinlesen, es gibt da ein paar Infos zu, man kann sich dann sagen, ich möchte mir das merken oder auch aufnehmen. Das ist hier mit dem Account möglich. Zusätzlich gibt es hier noch Select Video und die Highlights, die sind auch nochmal verknüpft auf der Startseite. Und falls man sich jetzt sagt, oben mit der Suchfunktion, ich habe irgendein Stichwort im Kopf und möchte unbedingt dazu Informationen haben, nutzt man einfach diese Funktion, gibt das ein, sucht es und findet dann auch meistens die relevanten Treffer. Es gibt unten noch ein bisschen was. Hier kann man zum Beispiel auf Was läuft jetzt zurückgreifen. Da wird man dann ebenfalls weitergeleitet, aber dann hier in einer anderen Ansicht. Hier sieht man jetzt zum Beispiel nicht nach Sender, sondern hier werden jetzt alle Sender angezeigt. Das erste, ZDF und so weiter. Und da sieht man dann jeweils, was gerade läuft. Und man kann sich dann im Überblick informieren. Das ist auf jeden Fall ganz gut gemacht, dass es hier mehrere Ansichten gibt. Denn das ist ziemlich praktisch. Es ist nicht jede Ansicht für jede Funktion sinnvoll, sage ich mal so. Also es gibt da mehrere Ansichten. Und manchmal ist es halt sinnvoller, nur ein einzelnes Programm zu betrachten oder manchmal auch die ganze Palette zu vergleichen. Ja, es gibt dann hier noch so eine kleine FAQ, also so ein paar Fragesachen, zum Beispiel, wie finden Sie Ihr Lieblingsprogramm, wie verschicken Sie Aufnahmen, aber das war dann eigentlich auch schon alles hier. Die Kabel Deutschland Anwendung, auf jeden Fall ein großer Tipp von uns, sollte man sich auf jeden Fall mal runterladen, da das auch kostenfrei im App Store bereitsteht. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal, ciao.